darf Philipps Leben bestimmen, 24 Stunden lang. Ich mag halt nicht mehr. Wir sind jetzt in einem Einkaufszentrum. Ein nackten Arsch, irgendein Autofahrer neben der Straßenzahn. Der Philipp, der kommt halt ein bisschen zum Leiden. Grüß euch Gott. Servus alle miteinander. Zu einer neuen Skillmode-Episode. Wir sind in Innsbruck unterwegs. Heute ist die 30. Ausgabe von Skillmode. Und heute geht's um Bestrafungen. Genau. Wenn man verliert, muss man natürlich eine Bestrafung machen. Ich hab verloren. Ja. Jawohl. Jawohl. Schreib's mir in die Kommentare. Vielleicht freut euch was lustig sein. Schreibt in die Kommentare, was ich für Bestrafung machen soll. So, am Anfang einmal ein kleines Entschuldigung an unsere Community, dadurch, dass wir die ganzen Bestrafungen nicht aufgelöst haben gleich. Aber wir haben uns gedacht, wir lassen die alle ein bisschen zusammenkommen, die Bestrafungen, und machen nachher eine große Episode draus. Und ich glaube, der Philipp, der kommt halt ein bisschen zum Leiden. Und übrigens wollten wir uns bei euch bedanken für den nice Support auf unser neues Video Rest Day. Es hat brutal viele Kommentare geschrieben, Likes da gelassen und das Ganze wirklich gut geschoben. Und wir wollten uns einfach bedanken, dass da so viel Support da ist und hoffen, dass es aktiv bei uns bleibt, damit wir wieder solche coolen Projekte umsetzen können. Und ja, es macht uns einfach mega Spaß. Wir produzieren saugern Videos. Und wenn wir merken, dass da Support von eurer Seite auch da ist, nachher motiviert uns das noch mehr und macht uns überglücklich. Genau. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir uns mal an, was ihr in die Kommentare reingeschrieben habt, welche Bestrafungen ihr euch für uns ausgedacht habt. Und ich würde sagen, starten wir das Ganze, oder? Bin schon gespannt. Okay, wir starten jetzt mit der ersten Bestrafung von der Folge Game of Stick, wo der Philipp verloren hat. Und wir haben da einen Kommentar von Moin Moin Meister und der hat geschrieben, ich darf Philipps Leben bestimmen, 24 Stunden lang. Und dann haben wir uns gedacht, okay, ein bisschen zu lang, wir machen das Ganze heute im Laufe der Folge, im Laufe des Tages, darf ich einfach Philipp 5 Sachen sagen, was er machen muss. Ich freue mich auf volle Gas. Okay, ich bestimme jetzt zum ersten Mal Philipps Leben und der Philipp muss jetzt, da haben wir einen schönen Baumstumpf in einer kompletten Sumpfgrotte rein und jetzt muss der da über die Wiesen drüber laufen, nachher ein kleines Water Gap springen und genau auf dem Holzbalken da landen. Genau, es liegt an mir, ob es wirklich eine Bestrafung wird oder nicht. Alter! Das Kuno scheiße ausgeht. Der ganze Boden ist nass und das, ich spring gerade auf einen Baumstumpf, der was im Wasser liegt, der kann nicht grippy sein. Schau dir mal das an. Ich muss ein Standing machen. Okay, das schaut jetzt vielleicht gar nicht so weit aus, aber es ist wirklich sketchy, weil da ist alles nass, der ganze Absprung, die Wiesen ist nass. Okay, Philipp will nicht mehr warten. Send it! Jawohl! Ja, gar nicht schlecht! Ich hab so noch eine geschurkt. Also, recht? Okay? Ja. Ins Auge? Ja. Echt? Jawohl, erste Challenge. Erste Bestrafungs-Challenge. Hau dir. Weiter geht's zur nächsten. Okay, es geht weiter mit der Bestrafung von Stefan. Und zwar bei der Game of Stick Flip Edition, wo er verloren hat. Nein! Ja! Da hat zum Beispiel der David Matkovic dazu geschrieben. Als Bestrafung einen nackten Arsch, irgendein Autofahrer neben der Straßenzahn oder so. Und wir sind jetzt da bei einer ganz gut befahrenen Straße. Und wenn ein Busfahrer kommt, zieht der Steff die Hosen nach und zeigt uns richtig schön seinen Vollmond. Jawohl. Ist gar nicht so schlimm, mein Arsch ist voll schön. Was tun wir da, aber? Geht schon richtig schon aus. Da hinten kriegst du den ersten Kandidat, die erste Möglichkeit. Oi, und jetzt mag das Dörfchen. Jetzt werden wir schon mal ein bisschen lockerer. Der Hosenbund öffnet sich ganz langsam. Und wir stehen schon bereit. Wir haben schon ein paar gewisse Zuschauer da an der rechten Seite des Straßenrandes. Der eine oder andere wartet schon auf den Vollmond. Mal schauen. Jetzt. Jawohl, es geht, und es geht los. Geht schon da hier. Da. Ich tue. Bestrafung beendet! Und ich habe sicher ein paar Leute, die was da im Bus gehockt sind oder im Busfahrer, den Tag ein bisschen versüßt. Ich glaube auch. Geht schon weiter. Fein.
Was wir machen? Da, die Challenge ist aber vorbei, gell? Jetzt gehen wir weiter. Okay, wir haben jetzt die Location ein bisschen gewechselt. Wir sind jetzt mitten in der Stadt, weil der Steff wird jetzt dann gleich zum zweiten Mal mein Leben bestimmen und es wird beschissen. Ja, kann man so sagen. Also, meine Challenge, die Aufgabe für die ist jetzt da beim Hauptplatz in Innsbruck, da in der Marien-Theresien-Straße sind wir da, glaube ich. Ja. Eine Combo, eine Freerunning-Combo, Dumbling-Combo in der Unterhose, ja, vor die ganzen Leute zu machen. Da ist gerade vorher die Polizei durchgegangen und ich hoffe, dass mir jetzt einfach dann keiner rausfischen wird. Da sind einfach die Bullen. Ah ja. Und wie fühlt es sich? Ja, beschissen. Aussieht da beim Loch. Jawohl. So, ready. Ja, fix. Es ist so unangenehm. Okay, geht der hier, oder? Ja, los. Auf geht's, Phil! Sideflip, Sideflip! Ich komm immer! Und wie fühlst du dich? Beschissen! Aber wenn du außen bist, andere Welt, Alter! Andere Welt! War mitten durch die Leute. Ja, heftig. Oh ja, da vorne. Nicht wenn schlecht. Die Bullen nicht kommen, dann weiß ich es nicht. Hau mal auf die Polizei schon. Ja. Polizei. Haben wir mal keine da? Ja, muss man schon sagen. Muss man schon sagen. Lass mal weiter. Angst. Props. Nie wieder. Nächste Challenge bitte wieder ein bisschen weniger. Ja, das war ja erst die zweite. Also das wäre nach hinten hier aber wieder. Ja, ja, ja. Ja, ich war schon gerade Flitzer. Ja, schon, oder? Ja. Perfekt. Gut. Ja, nicht schlecht. Okay, dann geht's weiter zu der nächsten Bestrafung und zum nächsten Spot. Genau. Okay, wir haben jetzt die Location nochmal gewechselt. Wir sind jetzt in einem Einkaufszentrum und der Stefan bestimmt wieder mal mein Leben, Teil 3. Genau, der Philipp, der muss jetzt zur Rolltreppe hingehen, die was ich ihm aussuche. Und nachher muss er am Anfang von der Rolltreppe bis zum Ende der Rolltreppe in einem Handstand aufkommen. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Versuche das braucht und wie viele Fails. Genau. Und, kann ich es mal aussuchen, ob er auf oder auch raus? Kannst du aussuchen. Okay. Philipp macht sich schon bereit. Oh. Oh oh. Oh oh. Du musst ganz vorn greifen bei der Kante, ne? Ja. Weil ich jetzt immer da, wo ich gegriffen habe, nachher fährt da die Stinge rein, weißt du, die. Ach so, die hintere Stufe. Die hintere Stufe, wenn du zweit hinten greifst, aber ja. Weiter hinten fühlt sich ja safe an, oder? Ja. Jetzt musst du ganz vorn greifen. Übergewicht. Oh. 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 Alter! One for the Avengers! Jo! 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 Scheiße! Hoppla! Hoppla! Wir sind gerade nicht ausgeschmissen worden, der war sogar richtig nett. Er hat uns gerade geraten, wir sollen keine Handstand an der Rolltreppe machen und irgendwie haben wir uns schon vorher gedacht, dass irgendwann der Punkt gekommen wird. Jetzt habe ich echt fünfmal gebraucht oder so. Er hat es einfach schneller machen sollen. Aber ich glaube, der war ganz solide, der Versuch. Ja, den lassen wir auf jeden Fall zählen. Wir haben, glaube ich, bis zur Hälfte hat den geschafft. Ein bisschen drüber sogar. Bisschen drüber sogar. Ja, haben wir das Killmode-Fans, oder? Okay, neuer Spot, neues Glück, würde ich sagen, oder? Ja, jetzt haben wir beim Aachensee. Und jetzt habe ich eine neue Bestrafung für den Philipp gefunden. Ich bestimme wieder einmal sein Leben und jetzt sage ich, du musst da hinten bei dem kleinen Spot ein Brezi auf der Stange machen. Du hast unendlich Versuche, du musst ihn aber sticken irgendwann.
Und ja, wenn man sich das anschaut, nachher sieht man eigentlich eh schon die Gefahr. Und wenn er zweit springt, nachher wird der Philipp ein bisschen nass. Ja, das ist mein Tag heute. Da machen sie ja gerade 7 Grad. Also, wenn ich reinfahre, haben wir das mit dem Eisbaden auch gleich erledigt. Wenn nicht, dann, ja. Dann Respekt. Dann Respekt. Ich muss ja nach Hano rein. Also, wenn es deswegen willst, wie ich nach Hano rein muss ins Wasser. Und ich muss zu 100% rein ins Wasser, weil das auch jemand unten kommentiert hat und ich auch einmal verloren habe. Nachher bleibst du auf jeden Fall dran. Also. Da springe ich weg, dreht sich auf die Stange und da fahre ich nicht rein. Okay, läuft. Jetzt haben wir nicht einmal ein Handtuch da. Jetzt haben wir nicht mehr Handtuch. Geh Scheiße. Der First Try war er. Crazy. First Try war er. Aber halt ins Wasser. Ich bin echt einfach zweit. Wir haben nicht einmal gewonnen mit der Nummer gerade. Wir haben alles in meinem Auto. Alter, das steht ganz hinten. Danach haben wir eigentlich schon 2 Bestrafungen in einem, oder? Jetzt haben wir 2 in einem, ja. Eisbahn ist auch schon erledigt. Ja. Hat nämlich auch jemand drunter geschrieben. Danke. Ich mag heute nicht mehr. Ich bin so froh, wenn die Episode heute vorbei ist und wir wieder mal eine gescheite Episode machen. Der Philipp, das ist auch eine Frechheit. Philipp hat heute sehr gelitten. Jungs und Mädels, ihr habt schon ziemlich meinen Teil geleistet. Und auch wenn das jetzt nur 4 Sachen waren, ich glaube für mich ist heute mal abgeschlossen. Jetzt kann der Steffen ins Grande Finale gehen und das war noch richtig hart. Da freuen wir uns drauf. Ja, Gott sei Dank habe ich das Auto leider 1 Kilometer weiter weggebracht. Das passt schon. Was ist jetzt da? Zaun! Beste Idee überhaupt, ja. The Walk of Shame. Okay, wir haben jetzt ein neues Kommentar von der Marie Eppinger und die schreibt, dass wir eine Stunde Eisbaden oder wenn das übertrieben ist, 30 oder 20 Minuten. Eine Stunde Eisbaden ist für uns ein bisschen übertrieben. Und 30 Minuten oder 20 Minuten darf man auch nicht empfehlen. Und deswegen machen wir das ein bisschen auf aller Skill-Mode-Art. Und wir haben jetzt da beim Aachensee eine Plattform, die ist jetzt ungefähr 16 Meter hoch. Und das Wasser hat 7 Grad. Und ja, da haue ich mich jetzt rein mit einem Double Flip. Und ich glaube, das machen wir dann so als Bestrafung. Ich hoffe, das passt, Marie. Und danke für deinen Kommentar. Machen wir ein bisschen Gas. Mir ist es kalt. Alter, der Aufschlag wird so kalt sein. Send it, Alter. Send it! Send it! Send it is alive! Ja, du! Du! Boah, das ist eh weiter. 16 Meter merkt man schon, glaube ich. Fuck! Was Fuck! Geht schon gescheit rein, oder? Also geil. Ist gar nicht so kalt, gell? Geht voll in Ordnung. Ah, ja, Alter. So, damn! Krank? Ja, Alter. Krank? Haben wir das auch? Boah, vor mir schießt sein in den Schädel, hä? Ja, brutal, ja. Ja gut, das war's mit der Skillmode-Episode. Ja, es war, glaube ich, ein ganz kranker Tag, aber speziell für den Philipp, glaube ich, der hat echt ein paar Emotionen durchleben müssen. Ja, vom Fremdscham zu nachher mit dem Gewand ins Wasser fliegen, die Kälte. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war ein spaßiger Tag. Danke an alle, die was da kommentiert haben. In Zukunft fleißig so weitermachen, dann machen wir wieder mal so eine Episode. Wenn euch das gefällt, nachher lasst ein Like da auf das Video, kommentiert drunter, abonniert den Channel und was müssen wir sagen? Kirchenglocken aktivieren. Genau, dass nichts mehr verpasst von unserem zukünftigen Content. Genau. Dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau da. Servus.
Was wir noch hinzufügen müssen, also wir wollen da eigentlich keinen dazu animieren, sowas zu machen. Wir das Popo zeigen auf der Straße und... Oder Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn man sich auszieht in der Straße. Sondern das ist ein bisschen ein Spaß, das steht in die Kommentare, das sind eure Bestrafungen. Und normalerweise machen wir sowas auch nicht einfach so. Ja. Sondern das hat nur den Grund, weil wir euch da zufrieden machen wollen. Genau, und wir geben was zurück. Genau, ein bisschen eine Gaudigkeit dazu. Jawohl, ich hoffe, ihr versteht es und habt Spaß beim Zuschauen.